Ich bin das erste Mal am 20. April nach Lüder gefahren. Als ich dort ankam, saß zunächst mal nur Heinrich auf seinem Horst. Den habe ich angestarrt, wie als hätte ich noch nie in meinem Leben einen Storch gesehen, weil ich es so irre fand, dass dieser Storch dort oben sich mit einer Schwarzstörchin liiert hatte, die man dann später auch auf Isis taufte. Ja, während ich also nun Heinrich anstarrte, dauerte es auch gar nicht so lange. Da kam Isis angeflogen und es ging sehr zügig dann auch schon zur Paarung. Bevor wir mit den Bildern der Küken weitermachen, wollte ich einmal kurz bemerken, dass die Eiablage auf den 19. April festgelegt wurde und die Geburt natürlich der Schlupf der Störche auf den 20. Mai. Bis zu meinem nächsten Besuch in Lüder ist dann einige Zeit vergangen. Ich bin erst am 10. Juni wieder dorthin gekommen und war natürlich mega aufgeregt, nun zu sehen, ob es denn wohl Nachwuchs gibt. Hier auf dem ersten Bild steht Isis und ich meine, dass das kleine Küken Lina ist. Isis mit Ludger schon sehr deutlich zu erkennen, den schwarzen Schnabel. Gelbe Schnabelspitze sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht so, aber den gelben Kehlsack auf alle Fälle. Und er ist im Gefieder weiß, genau wie Lina auch. Begrüßungsszene auf dem Horst zwischen Heinrich und Isis. Hier verlässt Heinrich den Horst und das kleine Küken, was drin sitzt und zu sehen ist, das ist Ludger. Ja, und tatsächlich, also kurz bevor ich wieder fahren wollte, ich habe eine lange Zeit dort gestanden, sah ich dann mal beide zusammen, sodass man die Unterschiede gut erkennen kann. Also beide haben diesen gelben Kehlsack, sind noch sehr weiß im Gefieder, aber die Schnabelfärbung ist komplett unterschiedlich. Also Ludgers Schnabel ist schon sehr gedunkelt schwarz und Lina hat da eher so einen, ja, ockerfarbenen, gelblichen Schnabel. Daran kann man sie auch durch die gesamte Zeit immer gut auseinanderhalten. So, wir gehen jetzt zu den nächsten Bildern vom 18.06.2023. Ludger und Lina sind jetzt ungefähr 4 Wochen alt. Hier auf diesem Bild ist Heinrich hochgekommen mit einem Schnabel voll Wasser. Im Hintergrund unten sieht man, wenn man sich die Schnäbel anguckt, ganz wunderbar, der linke ist Ludger, rechts liegt Lina. Ja, hier auf diesem Bild sieht man dann mal wieder beide zusammen. Das ist natürlich ganz fantastisch. Man kann auch sehen, dass ich recht hatte, dass Heinrich mit einer Tüte voll Wasser gekommen war. Es läuft ihm noch so ein bisschen aus dem Schnabel heraus und Lina ist gleich zur Stelle. Aber man kann eben auch sehen, wie sie sich jetzt doch auch unterschiedlich weiterentwickelt haben. Ludger, der eben angefangen ist, in seinem Gefieder schwarze Stellen zu bekommen, ist Lina hingegen weiß geblieben. Ansonsten ist alles wie gehabt, nicht? Also man sieht hier auch bei Ludger sehr schön den gelben Kehlsack und die gelbe Schnabelspitze, den dunklen Schnabel. Ja, hier auf dem Bild steht Ludger das erste Mal auf und man kann jetzt richtig schön erkennen, so, wie weit er ist. Also ich finde da auch hinten seinen kleinen, ja, weiß ich gar nicht, wie sagt man, Schwanzansatz. Stoßansatz wird das wohl sein, nehme ich mal an. Finde ich toll. Das finde ich einfach toll. Naja, also jedenfalls ist er vom Gefieder her jetzt schon ordentlich nachgedunkelt und auch in der Halsfärbung sieht man das, dass er gräulich geworden ist. Und nach wie vor hat er aber den schwarzen, dunklen Schnabel, den gelben Kehlsack und auch hier sieht man die gelbe Schnabelspitze noch sehr schön, wie ich finde. Meine nächsten Bilder sind vom 25. Juni. Ludger und Lina sind zu dem Zeitpunkt bereits beringt. Das habe ich aber nur aus der Ferne mitbekommen. Ja, das finde ich ist jetzt hier auch ein ganz wahnsinniges Foto. Also da liegt jetzt eine Woche ungefähr zwischen. Und man kann deutlich sehen, wie Ludger gewachsen ist. Also das Gefieder weiter nachfärbt, der Hals immer dunkler wird. Ja, und er selber halt eben auch ordentlich gewachsen ist in dieser Woche. Ja. Heinrich war offenbar auf Futtersuche. Ich weiß gar nicht, was er da alles am Schnabel hängen hat. Irgendwelche Überreste von irgendwas nehme ich mal an. Naja,
Hauptsache, es hat ihm geschmeckt, ne? Weiter geht es mit den Bildern vom 2. Juli. Hier auf diesem Bild kann man sehr gut sehen, wie die Umgebung in Lüder rund um den Horst ist. Also die große Wiese im Vordergrund, auf dem der Mast steht. Im Hintergrund diese wunderschöne Weide, über die ich mich nicht nur gefreut habe, obwohl ich Weiden wirklich außerordentlich schön finde. Aber zum Fotografieren war es nicht immer ganz einfach. Und hinter der Wiese kommt die Koppel, die für Luther und Lina noch eine ganz besondere Rolle spielen wird. Hier habe ich das Bild von eben, wo man Isis auf dem Horst stehen sah, noch mal rangezoomt. Isis ist da bei ihr kleines Nickerchen zu halten. Hier ist Heinrich mit Nistmaterial eingeflogen gekommen und die ganze Familie ist nun also irgendwie bemüht, das alles schön zu sortieren und Struktur in das Heim zu bringen. Hier auf diesem Bild sieht man Ludger. Ein Bild von Kraft und Schönheit, wie ich finde. Ja, und man kann hier wunderbar erkennen, wie er sich weiterentwickelt hat. Also auch jetzt gerade so, wo das Licht so rauf scheint, könnte man fast davon ausgehen, dass Ludger in seiner Schwarzfärbung dunkler ist, noch als Isis das ist neben ihm. Ja, hier nochmal die beiden Jungstörche zusammen. Hier Lina, ja, deutlichst von Ludger zu unterscheiden, eine Verwechslung der beiden Jungstörche ist nicht möglich. Hier habe ich, wie ich finde, noch mal einen ganz besonderen Bonbon. Das Bild ist nicht von mir, das Bild ist von Rosemarie Krause. Rosemarie Krause kommt aus der Nähe von Leipzig und hatte sich die Zeit genommen, Ludger und Lina ausgiebig zu studieren. Dabei ist dieses Bild entstanden. Da war die Wiese unterhalb des Horstes abgemäht worden. Und Isis und Heinrich haben auf den Strohballen Samba getanzt, wie es scheint. Geht es mit den Bildern vom 17. Juli. Ja, hier auf diesem Bild kann man auch noch mal sehen, wie schön sich Ludger entwickelt hat. Lina natürlich auch, aber Lina ist ja natürlich mit Putzen beschäftigt, halt ganz das Mädchen, ne? Und ja, und Ludger finde ich wirkt hier auf diesem Bild schon wirklich sehr, sehr groß. Hier nun kommt also auch Lina nochmal richtig zur Geltung. Und auch sie, finde ich, hat sich super schön entwickelt. Aber Lina heißt ja übersetzt die Kleine. Und das ist sie im Gegensatz zu Ludger tatsächlich auch geblieben. Also was jetzt wahrscheinlich nicht bemerkenswert ist, weil die männlichen Tiere ja oft größer sind. Nicht immer, aber oft. Insbesondere hier auf diesem Bild sieht man natürlich ganz hervorragend, wie unterschiedlich sie aussehen. In allem eigentlich. Ja, unverwechselbar. Lina und Ludger. Auch hier Lina und Ludger. Ich meine mich zu erinnern, dass es wieder wahnsinnig geschüttet hat. Und dass Ludger da gerade versucht, irgendwie die Nässe mal so ein bisschen aus seinem Gefieder zu schütteln. Ja, also das war wirklich ganz bös, was das da manchmal geregnet und gestürmt hat in dieser Zeit. Ja, hier kommt Heinrich mit irgendwas hoch, kann ich nicht erkennen. Aber als ich das Bild zum ersten Mal so in der Deutlichkeit sah, da dachte ich nur, Mensch Heinrich, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich oben rüberfliegen, nicht? Also man beachte mal die Riesenschnäbel von Ludger und Lina. Weiter geht es mit dem 21.07. Ja, unverkennbar. Ludger und Lina sind schon recht stattliche Jungstörche geworden, wie ich finde. Über dieses Foto freue ich mich ganz besonders, denn es ist das letzte Mal, dass Isis mit auf dem Horst gesehen worden ist am 21.07. Danach gibt es keine Bilder mehr mit ihr. Sie hat Heinrich die komplette Versorgung der Jungstörche überlassen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass ich am 21.07. zeitgleich auch das erste Mal die beiden, also Ludger und Lina, habe singen gehört. Ich war erst ganz unsicher, aber nee, das war schon ziemlich deutlich. Sie lagen sich gegenüber und sind mit den Köpfen so ganz leicht hoch und runter. Und es war
ein sehr melodisches Lied, was die beiden da oben gesungen haben. Und das habe ich dann auch immer häufiger mal wieder von ihnen gehört, bis zu ihrem Ausflug. Ja, hier nochmal Ludger und Lina mit Isis zusammen, natürlich auch am 21.07. Und da sind die beiden miteinander am Schnäbeln, oder ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Vielleicht ist auch das schon Teil des Gesangs, das kann ich jetzt den Bildern nicht mehr zuordnen. Weiter geht es mit den Bildern vom 24. Juli. Ludger und Lina scheinen sich hier gerade mit unterschiedlichen Dingen zu beschäftigen. Ja, dieses Bild habe ich Räuberleiter genannt. Wie ich finde, ist das ein sehr süßes Foto. Ja, und nicht nur, ich habe es nicht nur mit reingesetzt, weil es ein sehr süßes Foto ist, sondern auch, weil man hier auf diesem Bild so sehr schön das gespreizte zweifarbige Steuergefieder von Ludger sehen kann. Und mir ist das vom Weißstorch sowieso überhaupt gar nicht bekannt. Aber ich glaube auch nicht vom Schwarzstorch, wobei ich das so genau nicht weiß. Hier auf diesem Bild sieht es so aus, als ob Lina sich richtig in die Brust schmeißt, so um Ludger auch zu zeigen, was für ein wunderschöner Jungstorch auch sie ist. Und ich finde, Ludger schaut sehr interessiert und zustimmend drein. Ich bin dann an meinem nächsten freien Tag, das war der 4.8., nach Lüder gefahren wie der Blitz und fand Ludger auf der Koppel. Er hatte dort schon mal sich mit den Pferden bekannt gemacht, die dort stehen. Und hier auf dem Bild sieht man jetzt nur eins, was aber auch, also wie man am Schweif erkennt, sehr interessiert ist an Ludger. Und Ludger hat ist nicht weggeflogen, ist auch nicht weggeflogen, als die anderen Pferde noch alle mit dabei waren, sondern hat lediglich so mit Flügelschlag ist er dann immer mal so 3, 4 Schritte weiter gelaufen, um so ein kleines bisschen Distanz zum Pferd zu halten, aber insgesamt wirklich sehr unerschrocken. Die nächsten Bilder kommen vom 5. August. Ich fand ein ganz besonderer Tag, weil Ludger sich in den Kopf gesetzt hatte, seinen Fans jetzt doch auch mal auf Augenhöhe zu begegnen. Er war also runtergekommen von seinem Horst und landete irgendwie 2 Meter vor mir auf der Straße. Im ersten Moment war ich ein bisschen erschrocken, weil er war schon sehr groß, als er da mit aufgebreiteten Flügeln ankam. Und ich dachte mir, oh, hoffentlich sieht er mich. Doch, aber natürlich hat er mich gesehen. Und ja, er ist dann also die ganze Zeit dort auf der Straße rumgelaufen und zeigte also vor nichts richtig Respekt. Also der Trecker interessierte ihn auch nicht so sonderlich. Er ist dann halt einfach einen Schritt zur Seite gegangen und dann war das Thema für ihn erledigt. Das größte Augenmerk im Grunde genommen, was er hatte, lag natürlich nebst seinen Fans auf dieser Pfütze. Diese Pfütze hat es ihm einfach angetan. Immer wieder zog es ihn dahin. Aus dieser Pfütze musste er trinken, obwohl direkt an seiner Wiese ein kleiner Bach lang ging, auf dem er hätte stundenlang trinken können. Nein, es war diese Pfütze. So, und das kennt man ja auch von den Hunden und so. Abgestandenes Wasser ist einfach besser. So, das hat sich dann auch Ludger so gesagt und gedacht. Umso häufiger Ludger seinen Horst verließ, umso aufgeregter wurde Lina. Also sie hat ihre Flugübungen massivst verstärkt und man hatte manchmal den Eindruck, dass sie fast hinterhergeflogen wäre, aber irgendwie schien sie noch nicht so weit zu sein. Ich weiß nicht, wonach das bei den Störchen geht, wann sie denn glauben, fliegen zu können. Also Lina jedenfalls flog auch an dem 7.8. noch nicht, obwohl sie wirklich viel, viel geübt hat und schon sehr hoch gesprungen ist. Weiter geht es mit dem 9. August. Heinrich kennt sich mit dem Naturschutz nicht aus. Das ist aber auch für ihn als Storch nicht notwendig. Hier hat er also einen Maulwurf gefangen und ich finde, das Lächeln steht ihm im Gesicht geschrieben. Er freut sich. Eine Weile später fliegt er dann wieder hoch auf den Horst und ich hatte eigentlich den Maulwurf schon fast wieder vergessen, aber ihr werdet gleich sehen. Da ist er wieder und
Da wird sich also um den Maulwurf gestritten. Und ich finde, ich kann das nicht so genau sagen und sehen, dass Heinrich Lina so ein bisschen davon abhält, sich ins Zeug zu schmeißen, so gewissermaßen. Da können wir das Geheimnis auch gleich auflösen. Es ist tatsächlich Ludger, der dann letztendlich diesen wunderbaren Leckerbissen bekommt. Ja, dann geht es mit den Bildern vom 13. August weiter. Ja, hier nochmal ein paar Flugbilder. Ludger und ja, dann kommt Lina. Weiter geht es mit den Bildern vom 19.8. An diesem Morgen war ich schon sehr früh in Lüder. Und schon, wenn ich nach Lüder reinkam, habe ich immer schon mal ein bisschen abgebremst, weil ich nicht Gefahr laufen wollte, Ludger womöglich noch auf der Straße irgendwie anzufahren. Nach seinem Ausflug vom 5.8. war ich mir nicht sicher, war man sich nicht mehr sicher, ob man ihn nicht irgendwann wieder auf der Straße treffen würde. Dass er immer noch auf der Straße rumläuft, war im Prinzip klar, weil die weißen Flecken auf der Straße ihn immer wieder verraten haben. Und so war es auch an diesem Morgen, dass ich schon aus Ferne Ludger auf der Straße rumrennen sah. Ja, ich bin dann auf ihn zugefahren, langsam natürlich, aber schon hupend, sehr hupend, andauernd hupend, störte ihn aber nicht. Er lief graziös seinen Weg weiter und ich habe dann den Wagen erstmal abgestellt und bin dann zu Fuß wieder zurückgelaufen. Und als wir dann so ungefähr, naja, weiß ich, so 3 Meter voreinander waren, 4 vielleicht auch, da ist er dann abgehoben. Da hat er dann doch sich erinnert, dass er das eigentlich nicht soll, ne? Ja, nach dem Ausflug auf der Straße ist dann Ludger zu Lina rüber auf die Koppel geflogen und dann haben beide zusammen erstmal ausgiebigst gefrühstückt. Lina, wie man hier sieht, hat wohl offenbar einen kleinen Frosch, einen Grasfrosch, nehme ich mal an, gefunden. Und Ludger guckt schon ein bisschen interessiert, aber da kennt ja Lina nichts. Das ist ihr Frosch. Schließlich musste sie schon den Hamster abgeben, nicht wahr? Die letzten Bilder, die ich gemacht habe, waren dann vom 2. September. Das war eigentlich so, dass Ludger und Lina dann doch schon bei meinem letzten Besuch in Lüder viel unterwegs waren. Und ich habe sie dann ab und an gesucht. Ich bin durchs Dorf gelaufen oder habe auch in Bad Bodensee an den Seewiesen geguckt. Da sollten sie ab und zu mal sein. Ich bin ein bisschen durch die Wälder, aber ich habe sie da nicht gefunden. Und dann habe ich so für mich beschlossen, jetzt meine Besuche dort einzustellen. Hatte aber immer noch im Blick, wie es da weitergeht, wer mir was mitteilt. Ja, diese Mitteilungen von Lüder, die rissen dann plötzlich irgendwie ab. Ich hatte keinerlei Informationen mehr. Ich wusste nicht, war jetzt Ludger eigentlich geflogen? Was war mit Lina? Und insofern bin ich dann also an diesem 2.9. noch einmal nach Lüder gefahren. Ja, und wie wir alle wissen, ist Lina dann am nächsten Tag in der Nähe von Göttingen, in Mengershausen, meine ich, wäre es gewesen, mit 4 anderen Weißstörchen gemeinsam auf einem Dach gesichtet worden, auf einem Hausdach, einer Scheune oder sowas. Ja, das war schon sehr schön. Da war also der 2. September mein letzter Besuch. Und in Mengershausen ist sie gegen 18 Uhr ungefähr gesichtet worden. Ich nehme mal an, dass sie in Lüder noch gefrühstückt hat, ganz gemütlich, und sich dann so allmählich auf den Weg gemacht hat. Ja, ich hätte gerne noch gewusst, ob sie schon von den anderen 4 Störchen aus Lüder abgeholt wurde oder ob die sich da irgendwo unterwegs getroffen haben oder wie das nun zustande gekommen ist. Aber das werde ich leider nie erfahren mehr. Die Frage, ob Lina und Ludger einen Sender bekommen oder nicht, hat manchmal zu Unverständnis und Ärger geführt, der sich trotz aller Erklärungsversuche nicht recht beilegen ließ. Ich möchte diese Diskussion darum hier nicht aufleben lassen. Ich möchte zum Abschluss sagen, dass ich nicht traurig war oder bin,
dass ich Ludgers und Linas Weg in ihr Winterquartier nicht verfolgen konnte. Ich könnte mir kaum einen schlimmeren Augenblick vorstellen, als den eines Morgens lesen zu müssen, dass Ludger und oder auch Lina leider nicht aus ihren Winterquartieren zurückkommen werden. Ich hätte mit dem Wissen darum nur schwer umgehen können und all die vielen schönen Stunden am Straßenrand von Lüder, die Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad gekommen sind, um zu plauschen und zu erfahren, was es Neues gibt. Die vielen Menschen, auch aus den anderen Städten Deutschlands oder auch aus den Nachbarländern, die liebe Polin zum Beispiel, die mir zum Abschied ihre polnischen Süßigkeiten und eine Flasche Wasser daließ und die sich winkend von mir verabschiedete, als sie sich auf den Weg in ihre Heimat machte. All diese friedlichen und sorgenfreien Stunden hätten für mich einen so üblen Beigeschmack bekommen, den die Zeit nicht hätte heilen können. Und weil ich die Wahrheit eben nicht kenne, stelle ich mir vor, dass Ludger mit Isis als Schwarzstorch geflogen ist und Lina mit Heinrich. Wie hier auf diesem Bild zu sehen ist, geht es nun doch um Abschied nehmen. Abschied nehmen von der Storchenfamilie Heinrich und seiner Neuen, von Lina und Ludger. Abschied nehmen von vielen wunderschönen Eindrücken im Sommer 23 und von den vielen netten Menschen, die mir begegnet sind. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass Heinrich und Isis im nächsten Frühjahr wieder ihren Horst in Lüder beziehen werden. Welche Flugroute Lina und Ludger im Spätsommer bevorzugt haben, wissen wir nicht. Aber auch wenn sie nicht auf die Wiese von Herrn Schulze zurückkehren, sie werden irgendwo im Landkreis Uelzen vielleicht sogar eine neue Heimat für sich finden und wer weiß, ob es dann nicht auch ein Wiedersehen gibt.